Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, der Stadler Kiss, der macht's vor, nämlich wie man hier durch den Bahnhof durchkommt. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stecken geblieben, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Aber erstmal schauen hier, wenn schön Züge fahren natürlich, so viel Geduld müssen wir haben und so viel Geduld habe ich. Ja, ich freue mich darauf, das mal performanter wieder zu sehen, aber wir sind halt in Wien und ja, es beißt an der Nase und wir wissen, Wien ist halt ein bisschen überbelegt inzwischen. In die Richtung geht's, aber wenn man sich dreht, ja, dann wird es ein bisschen hakelig. Gut, wir machen mal kurz Pause. Wir werden hier gleich weitermachen. Hier müssen wir irgendwie raus. Aber es gibt noch eine neue Mod, die ich mir schnell anschauen möchte, nämlich Busse. Und zwar aus St. Gallen. Das ist hier ja das Nachbarstädtchen im Prinzip. Und da war ich ja gerade auf dem Rummel. Und diese Busse, mit diesen Bussen sind wir eigentlich zum Rummel gefahren. Zumindest ein Stück weit. Jetzt bräuchten wir ein Städtchen, wo man... Achso, das müsste ich vielleicht noch einblenden. Ja, wo man sieht, dass eigentlich Busse gebraucht werden würden. Bisschen stärkere, das wäre zum Beispiel hier. Da haben wir schon ein gutes Näschen gehabt. Wenn ich jetzt mal die Linien aufrufe, dann die Busse einstelle, dann müssten wir hier eigentlich sehen. Aha, diese alten. Okay, die werden wir mal ersetzen. Also, da machen wir mal Kollege Fahrzeugersatz. Einmal hier, einmal da, einmal hier. Passagiere. Und dann suchen wir die mal. Die müssen irgendwo hier unten. Da sind sie, ich sehe sie schon. Genau, was ist hier der Unterschied zwischen diesen beiden? Der hat noch Werbung drauf. Nehmen wir mal den. Okay, sofort ersetzen. Gerne, Dankeschön. Und dann wollen wir uns die natürlich auch noch ansehen, denn die sind doch relativ speziell. Da kann ich jetzt aber da rausgehen, weil die müssen ja erst zu einer Raststätte, hätte ich fast gesagt. Zu einem Bushalteplatz, zu einer Bushaltestelle. Der hier, was macht der? Ja, wir suchen mal, wo einer gerade anhalten muss. Eben, die sind ein bisschen speziell, denn die haben Licht. Wobei wir wissen, bei Transportfieber gibt es in dem Sinn kein Licht. Das sieht einfach aus, als hätte er Licht. Das haben wir bei teilweise einigen Lokomotiven auch. Und es sieht eigentlich relativ cool aus, finde ich. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es bei dem Bus aussieht. Deswegen würde ich das gerne sehen. Aber eben, da müsste erstmal einer hier eine Bushaltestelle anlaufen. Die üben alle noch. Haben wir hier nicht vielleicht schon einen neuen irgendwo? Ich könnte natürlich die Linie aufrufen. Ich weiß, dann würde ich sehen, ob schon ein Fahrzeug ersetzt wurde. Aber ich war jetzt guter Dinge, dass ich hier gleich einen sehe. Der hier unten. Ah, zack. Und schon wurde umgewandelt. Ja, sehr schön. Sieht man. Wenn man von hier ein bisschen guckt, dann sieht es tatsächlich aus, als hätte er Licht. Wenn er ein bisschen näher kommt, merkt man, dass es kein Licht ist. Ist aber egal. Das sieht trotzdem natürlich sehr nett aus. Und da komme ich halt wieder mit meinem Nachtmodus. Der wäre halt schon genial. Wenn es jetzt noch dunkel wäre und die Fahrzeuge Lichter hätten, das wäre halt schon der Traum. Modelleisenbahn-Feeling in Quadrat pur nur noch. Anders kann man es gar nicht sagen. So, ist aber wirklich ein schöner Bus. Und vor allem witzig, ich habe gerade gesehen, vorne steht noch drauf, Moment, Festplatz. Vielleicht ist das genau der Bus, mit dem wir zum Rummelplatz gefahren sind. Da gab es ja eh noch ein Video von. Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht baugleich, aber was Ähnliches. Gut, wir machen Pause. Jetzt wird es interessant. Eieiei. Wie kommen wir hier hinten wieder aus diesem schönen Bahnhof raus? Wir wollen, Moment, das müsste das Gleis hier sein. Zack, hier nach vorne, genau. Hier raus, hier rüber und jetzt ist dieses Gleis im Weg. Jetzt, wir könnten es so machen, dass wir dieses Gleis zum Beispiel hier hinlegen, dann hätten wir hier Platz. Das Problem ist einfach, wenn wir hier gucken, das ist eine Linie, die fährt hier durch. Also die benutzt hier vorne dann wieder weitere Gleise, Weichen und so weiter. Das haben wir alles konzipiert. Wenn ich die jetzt hier hinlege, dann müssen wir hier alles wieder umbauen. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Da ist gleich noch ein Tunnel. Es kann funktionieren, aber es gibt eigentlich eine einfachere Lösung, indem wir hier das Ganze wirklich konkret umbauen. Und zwar folgendermaßen. Das wird gekappt und kommt unter die Erde. Dann können wir, wenn wir Glück haben, hier raus und haben bis hier vorne Platz. Das müsste auch reichen, dass wir da unter die Erde kommen, unter dem Flughafen durch und dann hier hinten wieder raus. Das wäre so meine Grundüberlegung. Jetzt müssen wir mal gucken, was machen die Linien hier genau. Nicht, dass wir irgendwas nachher nicht mehr hinkriegen. Die blaue geht hier lang, die grüne, die hellgrüne und die dunkelgrüne gehen hier lang. Die dunkelgrüne, das ist die Universallinie. Die fährt nur in eine Richtung, das stimmt soweit. Und die muss hier, ich muss die mal schnell einzeln haben, sorry. Die wird hier vorne zweigleisig, hier hat es eine Weiche. Gut, das müssen wir uns einfach soweit merken. Und dann
müssen wir zu Kollege Barker greifen und hier einiges abreißen. Da oben blinkt es natürlich, weil jetzt die Verbindung nicht mehr funktioniert. Die kann nicht mehr funktionieren. Wie soll sie auch, wenn die Gleise weg sind? So, hier noch weg. Das lassen wir mal. Wir müssen gucken, wie wir dann hier wieder reinkommen. Das werden wir rausfinden. Und hier gehen wir natürlich einiges zurück, weil wenn wir hier unter die Erde kommen wollen, müssen wir Platz haben. Okay, das lassen wir mal noch. Jetzt mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Aber das machen wir wahrscheinlich besser mit dem Gleis hier. So, und dann bauen wir es mal in kleinen Schritten. Wir müssen auch einen größeren Bogen machen, damit wir mehr Platz haben. Oh, da kommen wir hier schon unter die Erde. Na, das ist ja wunderbar. Was machen wir denn für ein Portal? Sollen wir das machen? Wir sind in Wien. Das darf doch ruhig sowas in der Richtung sein. Wir machen das ein bisschen... Nee, wir machen es doch nicht kürzer, sonst geht es nicht mehr. Wir machen aber den Bogen so, damit wir wirklich Platz haben. Denn wir müssen ja auch wieder rauskommen. Aber weiter zurück kann ich nicht. Jetzt können wir mal gucken, ob das so klappt, wenn wir hier lang gehen. Jetzt würden wir gerne natürlich wieder... Wow, da können wir ganz bis nach oben. Jetzt dürfen wir aber hier nicht zu nah rankommen. Sonst haben wir das Problem, dass wir da eine Kollision mit der Brücke haben. Hier müssen wir rein. Wir haben das linke Gleis. Das heißt, wir müssen hier rein. Sehe ich das richtig? Das ist irgendwie auf dem Kopf. Moment. Nein, außen müssen wir rein. Also, hier rein. Ich baue das mal. Und jetzt mal gucken. Kommen wir aus der Erde raus? Oh ja. Und wir kommen hier sogar rein. Perfekt. Das hat beim ersten Anlauf sozusagen geklappt. Das ist erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir dafür je nachdem hier ein Problem. Ist das zu eng? Nö, funktioniert. Ja, vielleicht wird es hier vorne zu eng. Nee, funktioniert auch. Perfekt. Gekauft. So, und hier, Moment, da bin ich aber ganz falsch. So, jetzt stimmt's. Gut, das hätten wir. Jetzt wären wir hier unter der Erde. Das sieht natürlich nicht schön aus. Das müssen wir dann alles hier wieder reparieren. Jetzt müssen wir gucken, wo hatten wir hier Weichen und Co. Also, und das Teil müsste da natürlich auch noch rein. Schaffen wir das irgendwie? Ja, müssen wir aber definitiv in die andere Richtung. Ja, da kommen wir dran vorbei. Machen wir mal so. Und jetzt gucken, ob wir hier dann vielleicht sogar noch ins Gleis reinkommen. Trotzdem Höhenunterschied. Ja, wobei so schlimm ist der Höhenunterschied gar nicht. Das funktioniert. Perfekt. Gut. Jetzt kriegen wir hier aber keine Weiche mehr hin. Dafür ist der Platz zu kurz. Die Weiche, die dazu führt, dass eben die eine Linie da auch zweigleisig fährt. Und hier, das wäre zu früh. Wir kommen hier wahrscheinlich nicht runter. Ich kann ja mal gucken. Da ist dann noch ein Portal im Weg. Nee, wir kommen nicht durchs Portal durch. Das funktioniert nicht. Müssen wir gucken. Da müssen wir die Weiche hier vorne machen. Ist eigentlich auch okay. Wir gucken mal. Kriegen wir hier eine Weiche hin? Ja, da ist so viel Zeugs im Weg. Moment. Nochmal gucken. Doch, da kriegen wir die Weiche auch hin. Bestens. Gut, dann können wir nachher schnell gucken. Wobei, wir können jetzt schon gucken, ob das noch funktioniert oder ob es wieder funktioniert. Hier die blaue Linie. Okay, hier die grüne oder die grünen. Das ist soweit okay. Und so wie das aussieht, wird das hier vorne dann tatsächlich zweigleisig. Jawohl. Jetzt müssen wir aber schnell schauen wegen den Signalen. Das sind hier auch Bahnhofsgleise. Dieses Signal hier, wenn wir das so lassen, dann stehen wir... Ja, was stehen wir? Wir stehen halt hier quer rüber. Das kann es irgendwie nicht sein. Aber wo machen wir dann das Signal? Gar nirgends. Wir lassen sie im Bahnhof drin, dann haben sie aber eine ewig lange Fahrt. Beziehungsweise hier könnten wir, glaube ich, ein Signal machen. Nee, können wir doch nicht, denn ich bin wieder bei zweigleisig. Das ist dann eingleisig hier. Das heißt, hier ist ein Signal verboten. Sonst gucken sich die Züge dann an. Wir müssen hier die Signale machen. Aus der Richtung kommt, haben wir eben auch nicht viele Signale, weil wir nicht wollten, dass die Züge hier die Straßen blockieren. Das haben wir jedes Mal ein bisschen das Problem. Aber gar kein Signal ist natürlich auch keine Lösung. Dann steht der Zug je nachdem irgendwo am Urbahnhof sozusagen. Das ist auch eher knapp hier. Ja, wir dürfen, glaube ich, keine Rücksicht auf die Straße nehmen. Wir müssen hier ein Signal machen. Wir machen hier eins hin. So, weil kein Signal ist Käse. So, das wäre mal soweit okay. Das ist jetzt hier aber definitiv falsch. Das müssen wir weiter vorne haben. Wo haben wir denn das andere? Das ist da. Da passt hier eigentlich schon ein Signal hin. Es ist einfach eben, wir verstopfen die Straße. Ist ganz klar. Aber wir machen das mal. So, einmal Signal hier. Dann können wir das nämlich kappen. Wo ist es? Hier. So, schnell rauszoomen und weg mit dem. Und dann würde das eigentlich soweit alles wieder passen. Was jetzt natürlich noch nicht passt, ist, wir sind hier noch nicht raus. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich
die Grundlage gelegt, dass wir hier in Ruhe rauskommen. Jawohl, jetzt müssen wir nur noch gucken, kommen wir auch unter die Erde. Oh ja, das scheint zu klappen. Wo ist das Portal? Da hinten. Hier kreuzen wir nicht unterirdisch, sonst würden hier ja, würde hier das Tempo stehen. Das habe ich inzwischen tatsächlich gelernt. Und ja, wir kreuzen sowieso nicht, weil wir sind nicht unter der Erde. Doch, wir sind unter der Erde, aber ganz knapp. Zu wenig tief, als dass wir da reinkommen könnten. Oder wir sind sogar darunter, wenn man es genau nimmt. Ne, mit der Linie sind wir darunter, mit der sind wir darüber. So, jetzt. Doch, doch, das hat schon gestimmt. Das Portal ist ja hier, hier geht es erst runter. Kann man eigentlich schon so machen. Eigentlich glatt so kaufen. Wir kreuzen nicht, wir haben unsere Ruhe. Zweites Gleis müsste hier eigentlich auch noch lang gehen. Ich denke mal, das kaufen wir. Was wir haben, das haben wir. Nehmen hier das zweite Gleis. Und das geht auch wunderbar. Okay, zack. Jetzt müssen wir hier dann gucken, dass wir wieder rauskommen. Jetzt haben wir hier halt so ein relativ normales Portal. Das ist aber okay. Wir haben hier unten, wenn man hier guckt, ja genau. Ach, du grüne Neune. Okay, da wurde keine Rücksicht genommen, dass hier noch eine Bahnstrecke entsteht. Da haben sie einfach das Portal, ja, so gelassen. Okay, da, ich muss schweren Herzens dieses Portal wieder kappen. Ist zwar, ja, ist obermühsam, aber es geht nicht anders. Wir können, das sieht halt Käse aus. Wenn da ein Turm aus der Schiene rausragt, kriege ich das noch weg. Jawohl. Das müssten wir auch weg haben. Dankeschön. Und jetzt mal gucken, kann ich hier ein anderes Portal dann auswählen? Ich hoffe, ich komme jetzt hier noch rein. Ja, jetzt gibt es Probleme. Das habe ich befürchtet. Aber das ging jetzt beim besten Willen nicht. Oh, oh, oh. Jetzt gibt es hier Probleme. Gut. Das nochmal kappen. Schade, das war auch fast alles ein bisschen zu einfach. Denn wir haben da in der letzten Folge ja doch ein bisschen dran rumgegrübelt. Okay, du musst hier unter die Erde. Ah, jetzt geht's, wenn das Gleis weg ist. Dann kommen wir wahrscheinlich hier oben auch mit dem Gleis nicht mehr rüber. Das müssen wir dann anders lösen. Gut, das würde jetzt soweit stimmen. Ich hoffe mal, an dem Portal kommen wir vorbei. Okay, dann haben wir hier dieses und hier vorne haben wir das andere. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir es immerhin auf der einen Seite. Ich denke oder ich fürchte, wir nehmen das alles nochmal weg. So, hier bitte. Oh Gott, ja genau. Am liebsten nur das Tunnel. Wie kriege ich denn hier das Tunnel weg? Okay. Nicht, dass der Flughafen da flöten geht. So, hier bauen wir wieder zu. Aber besser mit dem Teil hier. Okay, das müsste halbwegs wieder passen. Jetzt mal gucken, ob wir hier immer noch rauskommen oder eben wie wir jetzt rauskommen. Mal hier ein bisschen näher rangehen. Ja, das geht eigentlich immer noch. Okay, und wenn wir runtergehen, dann kriegen wir ein Problemchen. Kollision. Oh, doch, da geht's aber. Hier geht's nicht. Aber hier mit einer kleinen Kurve funktioniert's. Okay, wo wäre das Portal? Das wäre hier. Jetzt können wir hier eigentlich ein anderes Portal wählen. Machen wir das mal für die Güterzüge. Ja, ist soweit okay. Weiter rüber können wir nicht, also müssen wir es so machen. Dann müssen wir halt im Tunnelbereich drin eine Kurve machen. Ui, da kommen wir tatsächlich auch dran vorbei. Halleluja. So, und jetzt sieht das hier so aus. Wenn wir hier das Ganze mal kappen. Doch, das ist doch gelungen. So richtig mit kleinem Treppeneffekt. Ja, perfekt. Sehr gut. Das ist wirklich einfacher gegangen, als ich es vermutet hätte. Man braucht aber natürlich auch immer ein bisschen Glück. Das muss man fairerweise auch sagen. So, jetzt wird hier noch kurz sauber gemacht. Dafür haben wir unseren schönen Wischmob. So, hier auch. Überall, wo ein bisschen gebaut wurde. Haben wir die Linie tatsächlich kontrolliert, von wegen, dass die hier wieder zweigleisig wird? Sie muss eigentlich zweigleisig werden. Ich würde mir das aber gerne... Ja, haben wir kontrolliert, genau. Ja, hier wird sie zweigleisig. Wollte nur sicher gehen. Deswegen nochmal die Kontrolle. Kontrollieren ist besser, wie wenn nachher überall Züge stehen. Gut. Hier haben wir auch noch ein Gleis. Wisst ihr, was wir mit dem machen? Das werden wir hier jetzt mal noch reinziehen. Wir brauchen es im Moment nicht. Wenn wir es dann separat brauchen, werden wir es später noch verwenden. Die beiden Gleise lassen wir mal noch. Die könnt ihr natürlich auch im Prinzip schon hier reinsetzen. Eins hier, eins da. Aber ich würde das auch mal noch lassen. Vielleicht brauchen wir die noch. Gut, wir sind stehen geblieben hier bei unserer Strecke. Wir bauen mal weiter. Hier kommen wir noch nicht raus. Das ist aber okay. Hier haben wir sowieso Autobahn und Co.
Und dann, wo wollen wir denn hin? Nach da. So, haben wir einen Lag. Hier einmal rüber. Wie machen wir das am besten? Hier vorne haben wir Industrie. Am besten wäre hier hinten. Was ist das hier? Das ist eine normale Straße, aber hier haben wir wieder Schienen. Das heißt, hier brauchen wir dann eine Brücke. Hier brauchen wir auch irgendwie eine Brücke. Hier brauchen wir nochmal eine Brücke. Da brauchen wir wieder einiges an Brücke. Hier hinten wäre dann der Bahnhof. Die Alternative wäre, wir könnten natürlich hier lang. Dass wir hier durchgehen. Das wäre dann aber wahrscheinlich primär unterirdisch. Das ist auch ein bisschen Käse. Wäre natürlich schön, wenn man hier zum Beispiel mit diesem langen Güterzug hier oben lang könnte. Mit einer Kurve hier runter. Hier nochmal eine Brücke. Und dann hier meinetwegen unten durch und dann hier in den Bahnhof rein. Dann guckt der Bahnhof in die Richtung. Das gefällt mir fast besser wie unten durch. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Wo sind wir stehen geblieben? Hier. Wenn wir hier lang wollen, dann stimmt die Ausrichtung eigentlich auch schon mal. So wäre es doch nett. Dann haben wir hier das Portal. Dann sind wir hier so lange unterirdisch. Das ist okay. Und hier kommen wir raus. Und was wir dann da machen, müssen wir gucken. Nehmen wir mal. Ist vielleicht doch ein bisschen zu knapp. Wenn wir hier nochmal... Nee, geht. Schwein gehabt. Einmal mehr. So, hier zurück. Wo war mein Gleis? Hier unten. Hier würden wir gerne andocken. Dankeschön. So, sauber. Dann sind wir schon fast da, wo wir hin wollten. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier langkommen. Kein Problem hier mit einem Bahnübergang. Wie sieht es denn da aus? Kommen wir hier unten durch und wieder raus? Ne, dann bleiben wir unter der Erde. Ah, das möchte ich genau nicht. Können wir das irgendwie verhindern? Ja, wenn wir hier oben lang gehen. Das ist natürlich eine Idee. Kommen wir da hoch? Irgendwie schon. Ist das sowieso ein Güterzug? Also der kann doch eigentlich machen, was er will. Wenn der hier hoch will, dann soll er hier hoch. Und das möglichst ohne Tunnel. Das werden wir wahrscheinlich mit einer Kurve machen müssen, dass wir hier irgendwie so krumm raufgehen. Sollen wir es mal bis hier hinbauen? Ich würde mal sagen, ja. Oder wir gehen schon ein bisschen in die Richtung. Ne, dann wird es da gleich zum Tunnel. Das ist definitiv nicht, was wir wollen. Nehmen wir mit. Da haben wir dann noch einen Bahnübergang. Zack. Stimmt das? Doch. Ist angeschlossen. Ja. Da kann man definitiv noch was machen in Sachen Bahnübergang. Wenn ich ihn denn heute noch erwische. ja. Nehmen wir doch mal wieder den hier. So. Machen wir zu. Machen hier zu. Wunderbar. Haben wir eine Schranke. Jetzt. Kriegen wir hier eine Kurve hin, um hier rauf zu kommen. Da müssen wir fast eine Bergstrecke machen. Das kann es dann auch nicht sein. Es ist ein Güterzug, nicht eine Bergstrecken-Lokomotive-Zug-Kombination. Ich muss von daher nochmal gucken, wie es hier aussieht. Das ist Käse. Aber wenn wir hier halt mit den Schienen natürlich abwärts gehen oder gerade bleiben, dann haben wir einen Tunnel. Und jetzt möchte ich hier halt möglichst schnell aus diesem Tunnel wieder raus. Dann machen wir es so. Dann gehen wir nicht da in die Höhe, weil das schaffen wir nicht ohne Tunnel und dann kommen wir nicht mehr raus. Wenn wir es so machen, müssten wir doch hier irgendwo da vorne wieder rauskommen. Oho, da können wir ein bisschen rauf. Was habe ich gesagt? Oho. Das war ein Ausdruck der Verwunderung, dass es so einfach geht. Warum nicht mal die Röhre? Die Röhre ist eigentlich Schnellzug, aber nee, das ist irgendwie Käse. Wisst ihr was? Wir nehmen mal das Standardportal. Das haben wir eigentlich viel zu selten. Weil bevor diese Tunnel... Kollegen alle modifiziert wurden nochmal, war das mit Abstand das teuerste Portal, das es gab. Deswegen haben wir das eigentlich nie genommen, weil die Gemoddeten, die waren alle viel, viel günstiger. So, das hat sich geändert und deswegen können wir das jetzt auch nehmen. Nicht, dass wir hier auch nicht rauskommen. Hier würden wir rauskommen. Okay, dann wird es hier in die Stadt reingehen. Dann würden wir durch diese Häuser durchkommen. Das wäre doch all das. Die können wir gerne kappen. Wenn dafür hier dieser ellenlange Güterzug durchrasselt, dann nehme ich das eigentlich ganz gerne in Kauf. Also, das Ganze so bis hier hin. Und dann wird sie auf eine Brücke gehen. So nicht. So wird es aufschütten. So wird es noch ein bisschen weiter. Das ist fast noch cooler. Wenn hier unten das Portal ist, das geht unter der Straße raus. Und dann sind wir hier wieder ebenerdig. Dann können wir da durch die Stadt durch. Das würde ich so machen. Kaufen wir mal. So, mal gucken, wie das mit dem zweiten Portal dann aussieht.
das funktioniert tatsächlich auch. Es ist ja herrlich. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob ich am Schluss noch weiß, wo ich überall durch wollte mit diesem Langgüterzug. Wir werden da mal die Linie einzeichnen und da mal gucken, was das Spiel macht. Und ich hoffe, ich weiß dann noch, was die genaue Idee war. Geht nicht wegen der Straße. Naja gut, die Straße ist natürlich schnell weg. Dann sind aber auch die Häuser weg. Wo gehen wir hier lang? So wird's gehen. Moment, Steigung zu groß. So werden einfach Gebäude gekappt. Wenn wir hier nochmal ein bisschen runtergehen, so werden 4 Gebäude gekappt. Und so haben wir eine Kollision. Und so wird es auch gehen. Allerdings, doch, es ist das rechte Gleis. Ja, das wird dann mit der Straße hier ein Problem geben. Wenn wir es so machen, gibt es kein Problem. Dann kommen die Häuser weg. Das ist eigentlich in Ordnung. Und dann müssten wir hier dann halt eine Kurve machen. Das würde mir eigentlich fast besser gefallen hier durch. Dass wir da auch nochmal durch die Stadt durchkommen. Aber da haben wir halt tatsächlich... Ja, so geht's. Da haben wir sonst ein Problem mit diesem Bergsträßchen hier. Oder diesem diesem Anfall von Bergstraße. Nee, diesem Anfang von Bergstraße schon fast. Okay, wir kaufen das. Die Gebäude nehmen wir in Kauf. Anders geht's nicht. Wir kommen anders nicht durch die Stadt durch, ist ganz klar. Aber so funktioniert's. Wenn wir jetzt hier wieder eine Kurve machen. Nein, nicht einen Tunnel. Wir wollen gerne nochmal durch die Stadt durch. Oh, hier ist ein Gleis. Ah, das ist ja ärgerlich. Müssen wir vielleicht doch nochmal einen Stadttunnel machen. Dann war der Vorschlag vom Spiel vielleicht doch nicht ganz so verkehrt. Da kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Da müssen wir sonst auf eine Brücke. Das finde ich eher doof über die Häuser rüber. Da machen wir das so, wie das Spiel das wollte, wenn es denn funktioniert. Da wird aber nochmal was entfernt. Wo haben wir denn das Portal? Ach, das ist dann hier, statt dem Haus. Ja, das kann man aber so machen. Und ich lasse doch glatt nochmal das Standardportal. Dann bauen wir das aber wieder ein bisschen kürzer, weil wir müssen hier dann wieder aus der Erde raus. Ich bin mal gespannt, ob das alles wirklich so funktioniert. Das funktioniert schon mal. Das wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Ich hoffe, es ist die richtige Seite. Jawohl. Gut. Haben wir. Jetzt hier weiter. Jetzt haben wir hier wenigstens ein bisschen Platz. Und hier haben wir noch tatsächlich nochmal ein Gleis. Kämen wir raus, wenn wir das hier so machen? Nein. Moment, jetzt bin ich tatsächlich wieder abgerutscht. Nochmal testen. So, das ist maximale Höhe. Da kommen wir... Also irgendwann müssten wir aber rauskommen. Aha, hier vorne. Und dann hier diesen 1 Kilometer langen Bahnhof. Ja, den Platz hätten wir. Den müssten wir hier eigentlich hinkriegen. Nur, ich hätte ihn halt lieber hier hinten gehabt. Die Frage ist ja, wie lang ist der denn? Ja, halt 1 Kilometer lang. Ganz klar, aber... wir können mal gucken. Das darf wieder ein Kopfbahnhof sein, ganz klar. Wie haben wir denn jetzt hier den Kilometer hingekriegt? Moment. Anzahl Gleise, das ist eigentlich uninteressant. Da hatten wir 2. Ah, hier, 800 und 200. Jawohl, jetzt. Ich wollte gerade sagen, hey, wie haben wir das denn hingekriegt? Wir machen Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Ne, wir machen keine Hochgeschwindigkeit. Standard, aber die... Oberleitungen und den zweiten Straßenanschluss, den brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir den vielleicht sogar hier hinten hin? Der ist halt schon, der ist sowas von lang. Ja, hat 1 Kilometer. Nee, das geht nicht. Hier haben wir halt einen Hügel. Hier wird es bergig. Und da haben wir so eine Welle, so eine Delle drin. Das geht nicht. Hier geht's. Aber dann müssen wir tatsächlich das Ganze drehen. Oder wir machen den hier hin. Dann haben wir noch ein bisschen Platz, dass wir außen rum gehen und da eine riesen Kurve machen rein. Ist halt die Frage, was sieht denn besser aus? Wenn wir dich so drehen und dann hier oben reingehen, gefällt mir eigentlich fast besser, weil dann können wir hier unter der Brücke durch. Auf der anderen Seite könnten wir hier... Nee, können wir eben nicht. Ich wollte gerade sagen, könnten wir hier durch den Wald durch. Das können wir aber nicht, weil wir die Höhe nicht haben. Wir kommen hier nicht raus. Wir kommen erst da vorne raus. Das heißt, der Wald wäre dann ohne uns immer noch da. Wir werden aber hoffentlich rauskommen, wenn wir das Ganze hier hinstellen. Warum nicht sogar fast ein bisschen hier an den Rand, ans Ende der Map, parallel zu diesem Rand und noch ein bisschen zurück, damit wir wirklich auch genug Platz haben. Okay, den bauen wir mal. Und jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwie reinkommen. Wenn wir das mal direkt so machen. Aha, das würde sogar funktionieren. Mit Tunnel bis hierhin.
Das möchte ich aber nicht. Ich möchte da unter der Brücke durch, habe ich gesagt. Fällt mir da gerade ein. Moment. Müssen wir gucken. Das heißt, wir müssen hier nochmal in die Richtung. Ist natürlich wieder komplett unwirtschaftlich, das Ganze. Das ist klar. Ah, da kommen wir nicht unten durch. Wir kommen nicht rechtzeitig raus. Okay, dann können wir es auch lassen mit dem Unwirtschaftlichen und direkt reingehen. Wäre halt schön gewesen. Hier vielleicht noch unten durch mit einer Kurve. Also von hier kommend. Irgendwie so lang. Aber bringt ja nichts, wenn wir da nicht runterkommen. Ja, auch hier gäbe es dann gleich einen Tunnel. Sollen wir das mal so bauen? Das kostet ja nichts. Und dann gucken, ob wir da nicht vielleicht doch irgendwie reinkommen. Wir machen das mal. Oh, oh, oh. Schau an. Mit ein bisschen fast schon Schummeln funktioniert's. Das funktioniert hier auch. Und da kommen wir rein. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das hier stimmt. Das ist das rechte Gleis. Und hier haben wir es rangepappt ans linke. Das stimmt also genau nicht. Das heißt, hier nochmal einmal kappen. Und gucken. Da müssen wir eigentlich auch hier reinkommen. Jawohl. Wenn wir das jetzt hier mitnehmen, dann kommen wir hier auch unten durch. Haben wir es jetzt noch gar nicht verbunden gehabt? Ich dachte, wir hätten. Okay, dieses Portal. Und dann machen wir jetzt hier die letzten paar Meter mit dieser Strecke, wenn es nicht irgendwo einen Fehler drin hat. So, zurück. Und jawohl, geschafft das Ganze. Also ich würde mal sagen, das müsste passen. Dann haben wir hier tatsächlich nochmal, dass wir unter der Brücke durchkommen. Hier haben sie... Aha. Das ist ja nett. Guck mal, da haben sie ja nochmal einen kleinen Hügel gemacht, damit hier die Brücke nicht in der Luft hängt. Können wir das vielleicht noch ein bisschen verschönern? Sonst machen wir hier ein paar Bäume hin. Da brauche ich mal die niedrige Pinselstärke, dass das nicht ganz so aussieht, wie es gerade aussieht. Ja, wird schwierig. Aber wir können hier natürlich ein paar Bäume hinmachen. So, hier noch ein bisschen erhöhen. Dann fällt es dann vielleicht tatsächlich nicht ganz so auf. Okay. Den brauche ich mal noch schnell, um hier noch mal kurz rüber zu gehen. Ja, da müssen wir fast ein paar Bäume hinbauen. Das sieht sonst ein bisschen ganz schräg aus. Wo waren meine Bäumchen? Einmal hier. Da haben wir sie ja schon. So, und dann kleistern wir hier einfach alles ein bisschen mit Wald zu. Dann fällt das gar nicht mehr so auf. Okay, ich bräuchte aber tatsächlich nochmal die Kollisionsfreien. Weil das wird hier sonst zu schwierig. Wo waren die Kollegen vom Kollisionsfreien Dienst? Wo seid ihr denn? Nicht hier? Muss ich da tatsächlich nochmal separat? Ich muss nochmal separat. Bäume, Bäume, Bäume. Zack. Und da haben wir sie schon. Ja, genau. Die kann man dann nämlich hier richtig wild setzen. Auch vielleicht mal noch einen anderen Baum. So, hier unten noch ein bisschen. Und hier oben. Und damit das nicht so auffällt, dass wir da was kaschieren, machen wir hier eben auch noch ein paar hin. Machen wir mal von denen noch welche. So, und auf der anderen Seite haben wir dann keine Bäume. Brauchen wir auch nicht, denn hier ist das Problem. So, und schon sieht man da gar nichts mehr. Wenn man jetzt hier mit dem Zug rauskommt, hier unten, ja, dann hat man hier Bäume, Bäume, Bäume und eine Brücke, die rüberführt. Wunderbar, man sieht halt vom Portal auch nicht mehr viel, ist aber in Ordnung, denke ich. Gut, dann hätten wir das Ganze. Weichen haben wir gesagt, machen wir erst, wenn wir die Züge gekauft haben. Ich würde sagen, wir machen mal noch die Linie. Und dann gucken wir mal, was macht diese Linie, wenn wir da nicht eingreifen. Wir machen sie mal blau. Einmal quer rüber. So, irgendwo hier oben müsste der andere 1 Kilometer lange Kollege stehen. Der wäre hier. Oh, Straßenanschluss haben wir noch vergessen. Okay, das Ganze ist natürlich noch eingleisig, das ist klar. Weil wir keine Weiche haben, weil wir eben nicht wissen, wie was wo. Aber das wird dann auch schwierig zu kontrollieren, wo genau die lang geht. Wir brauchen beide Gleise. Das heißt, wir müssen als nächstes wirklich die Weichen machen. Mir fällt gerade ein, in den Kommentaren stand noch, dass ich relativ selten alle Linien offen habe. Das habe ich dann auch darunter geschrieben, das ist ganz klar, weil das zerstört völlig die Performance, wenn da die Linie auch noch gezeigt wird. Deswegen mache ich das relativ selten. Also bis hierhin wird es klappen. Wir können die Linie eigentlich schon mal benennen. Das wäre dann unser... kann ich hier ein Ü machen? Nee. Machen wir das so. Über lange Güter. Zü. Moment. Züge. Und wisst ihr, was mir gerade auch noch einfällt? Ich glaube, wir machen so.
Wir machen zwei Linien. Denn, ganz einfach wegen dem Fahrzeugersatz, dann können wir zwei unterschiedliche Züge nehmen und die haben dann einen eigenen Fahrzeugersatz. Das wäre doch eigentlich besser, wie wenn wir wieder einen Zug nehmen, der dann gleich aussieht. Wobei, nee, ist eigentlich, es ist egal. Es sind nur zwei Züge, das fällt gar nicht auf. Die sind dann so weit auseinander. Nee, machen wir nicht. Wäre zwar nicht so schlecht, aber das wäre bei einer anderen Linie fast besser. Wenn da mehr Züge sind und so weiter, dass man dann vielleicht, obwohl es die gleiche Strecke ist, zwei Linien macht. Gut, das würde soweit eigentlich passen. Da könnte ich jetzt noch Enter drücken. Dann wäre das Ganze nämlich auch amtlich verbrieft. Gut, jetzt fehlen die Signale. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt einiges geleistet. Wir haben nämlich hier hinten den Ausgang gefunden. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Da war ich ein bisschen skeptisch, dass wir das hinkriegen. Aber ist doch eigentlich eine relativ vernünftige Lösung geworden, würde ich mal sagen. Gut, liebe Freunde, wir haben gerade ein Lag. Das ist meistens, wenn ich Tschüss sagen will. Das Spiel weiß das. Es versucht da mit allen Mitteln zu verhindern, dass wir Feierabend machen. Wir sind doch morgen wieder da. Ist doch eigentlich völlig Schnuppe. So, Moment. Wo haben wir einen Zug, der mich gerade wirklich anspricht? Kein, aber warum nicht hier? Wir waren gerade hier am Bahnhof. Dann nehmen wir den doch mit zum Tschüss sagen. Da kommt ja gerade der Schienenbus daher. Auch schön. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann gibt es die Signale und dann ja, kaufen wir diese ellenlangen Güterzüge. Mal sehen, das ist kein Schienenbus. Das ist die Hochbahn von Wien, stelle ich gerade fest. Egal. Dann kaufen wir diese langen Züge und dann bin ich gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.